Mach das jetzt, bevor es gefixt wird. Es klingt vielleicht ein bisschen krass, aber wer weiß, vielleicht fixen die Entwickler das wirklich bald. Denn einige Spieler beschweren sich schon über das neue Feature. Mit 1.4 kam nämlich eine Änderung in Throne and Liberty. Denn es gibt jetzt Zufalls-Dungeons. Das heißt, ihr geht ins Menü, geht dann auf Koop-Dungeons, auf die Gruppensuche und dort könnt ihr dann zufälligen Dungeon auswählen. Startet dann das Matchmaking und dann werdet ihr in einen zufälligen Dungeon geworfen, nachdem ihr euch eure Rolle ausgesucht habt. Und wenn ihr diesen Modus benutzt, bekommt ihr beim Abschluss des Dungeons eine Spezialbelohnung, nachdem ihr die Boss-Truhe abgeholt habt. Die würdet ihr sonst nicht bekommen. Also wenn ihr euch den Dungeon aussucht, den ihr machen wollt, zum Beispiel ihr macht diese Ameise, also Höhle der Zerstörung, und geht dann in eine random Gruppensuche rein, das ist es nicht. Da bekommt ihr die Spezialbelohnung am Ende des Dungeons nicht. Die bekommt ihr nur, wenn ihr den zufälligen Dungeon aussucht. Der ist ein bisschen versteckt, dafür müsst ihr so bei der Gruppensuche nach oben scrollen. Ich habe den am Anfang gar nicht gefunden gehabt. Und da seht ihr auch als Belohnung da unten diese Kiste. Die ist special und die kriegt man nur dort. Und wenn ihr diesen zufälligen Dungeon mit einer zufälligen Gruppe lauft, kriegt ihr halt die normalen voraussichtlichen Belohnungen. Also die Chance auf halt Equipment, das Amitoy und so. Sowie auch die 4-Dimensions-Seelenscherben des jeweiligen Dungeons, den ihr dann halt gelaufen seid. Und ihr bekommt halt diese Extra-Truhe. Die heißt zufällige Spielersuche Belohnungen 1 Stern. Und in dieser Extra-Truhe ist krasser Loot drin. Öffnet ihr nämlich diese zufällige Spielersuche Belohnungen 1 Stern Truhe, die ihr nur bei den zufälligen Dungeon-Modus bekommt, dann ist dazu 100% eine Dimensions-Seelenscherben-Auswahltruhe drin. Das heißt, in der Truhe ist noch eine Truhe zu 100%, wo ihr euch eine zusätzliche Seelenscherbe aussuchen könnt. Das heißt, wenn ihr einen zufälligen Dungeon lauft, mit einer zufälligen Gruppe, bekommt ihr nicht 4 Seelenscherben, sondern 4 plus eine, die ihr euch auch noch aussuchen könnt. Also da könnt ihr euch aussuchen, egal welche, da könnt ihr euch eine von allen aussuchen. Und jetzt kommt das Besondere, denn es ist nicht nur diese Kiste in der Kiste, sondern in der Kiste ist zu 7% auch noch eine dimensionale Essenz. Die bekommt man eigentlich nur, wenn man 10 dimensionale Seelenscherben aller 6 Koop-Dungeons zusammencraftet. Das heißt, ihr braucht eigentlich 60 Seelenscherben, um eine dimensionale Essenz zu craften. Und damit kann man wiederum dann Waffen craften, die man halt aus den Dungeons sonst auch bekommen würde. Aber halt nur mit einer prozentualen Chance und halt nicht fest. Und mit den dimensionalen Essenzen bekommt man das dann halt fest, wenn man die dann halt gecraftet hat. Und die bekommt ihr jetzt einfach so mit einer 7%igen Chance in diesen zufälligen Dungeon suchen. Und das System kann man jetzt ein bisschen ausnutzen, weil so random ist diese Dungeon-Suche gar nicht, wie es angepriesen ist. Weil wenn ihr auf zufälligen Dungeon geht, eure Rolle auswählt und dann in die Warteschlange euch einreiht und ihr bekommt eine zufällige Dungeon-Lobby, dann steht da dran, welcher Dungeon es ist. Und jetzt kommt der Clou, man kann diese Warteschlange abbrechen, neu starten und dann darauf hoffen, dass ein Dungeon kommt, den ihr könnt, den ihr mögt, den ihr einfach findet oder dessen Item ihr braucht. Das hat aber zur Folge, dass viele diese Warteschlange abbrechen. Das heißt, man geht in diese Warteschlange rein und dann bricht diese Warteschlange gefühlt 15 Mal ab. Das heißt, das Fenster pop auf, geht weg, pop auf, geht weg, pop auf, geht weg. Die ganze Zeit so pop, 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 pop. Das nervt einige Spiele richtig hart, dass das Fenster halt die ganze Zeit aufploppt. Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, ich finde es actually ziemlich cool, weil man so halt absolute Win-Win-Situation hat. Man geht in diese Warteschlange rein und wenn man den Dungeon, der aufploppt, den ich machen möchte, dann skippt man die Warteschlange einfach und geht in eine neue Warteschlange rein. Und wenn der Dungeon aufploppt, den man möchte, dann bleibt er auch. Also wenn andere die Queue leaven und das Fenster wieder aufploppt, ist es wieder genau derselbe Dungeon, außer ihr verlasst selbst die Lobby. Das heißt, wenn das Fenster halt immer wieder sich schließt, ist es halt trotzdem immer der gleiche Dungeon, der aufploppt. Also finde ich es gar nicht so schlimm.
Wenn es jetzt jedes Mal ein random Dungeon wäre, man musste immer hingucken und dem Ganzen Aufmerksamkeit spenden, dann wäre es schwieriger. Aber das Fenster ploppt auf, man sieht, das ist nicht der Dungeon, den ich will. Man lieft, man geht wieder neu in die Lobby rein. Man sieht, das ist nicht der Dungeon, den ich will. Man lieft, man geht wieder neu in die Lobby rein. Man sieht, oh, das ist der Dungeon, den ich machen möchte. Man akzeptiert, oh, der andere ist gelieft. Dann ploppt es wieder auf und es ist wieder der, den man will. Dann sagt man, ah, man möchte ich machen. Dann bricht jemand anders vielleicht ab, geht wieder weg, dann ploppt es wieder auf, ist wieder der Dungeon, den man möchte. Also das geht halt nicht weg. Es bleibt dann der Dungeon, den man haben will, erhalten und man muss halt nur darauf warten, dass andere den dann auch machen möchten. Finde ich deswegen actually nicht so schlimm. Das heißt, wenn man einmal den Dungeon gefunden hat, den man möchte, dann bleibt das Fenster halt dasselbe und dann wartet man einfach, bis andere das auch wollen. Somit finde ich den Frust auch gar nicht so schlimm. Wenn es jetzt jedes Mal wirklich immer ein random Dungeon wäre und man immer wieder neu suchen muss, wäre es nervig, aber so finde ich es eigentlich voll chillig. Außerdem gehen die Lobbys ultra schnell voll, also so lange wartet man gar nicht, bis der Dungeon kommt, den man will. Und da man halt auch noch einen Buff hat, dass man eben stärker ist in dieser zufälligen Suche, gehen die Dungeons auch relativ flott, wenn man mal einen gefunden hat. Plus man hat halt den Loot des Dungeons aus der Box, plus die Auswahltruhe der Seelenscherbe, plus eine 7%ige Chance, eine dimensionale Essenz zu kriegen. Also ich finde es ziemlich geil. Zum Glück habe ich noch ganz viele Dimensionsmarken übrig. Und ich weiß, es werden mich jetzt einige dafür verurteilen, dass ich das gut finde, aber ich finde es actually nicht schlimm. Ich verstehe aber auch, wenn sich andere darüber aufregen und es nervig finden, dass das Fenster die ganze Zeit aufploppt. Aber naja, mal gucken. Vielleicht fixen die Entwickler das noch und machen entweder, dass man eben eine Bestrafung bekommt, wenn man das Fenster skippt. Also wenn man die Warteschlange verlässt mit Absicht oder halt unabsichtlich. Das ist halt dann das Blöde, dass dann Leute, die halt unabsichtlich die Warteschlange irgendwie verpassen oder die Mutter ruft zum Essen oder was weiß ich nicht was. Ja, kann ja mal passieren. Dass man dann eine Strafe bekommt, ist bei League of Legends ja ähnlich. Und dann muss man vielleicht 5 Minuten warten, wenn man die Warteschlange verpasst hat, dass man wieder joinen darf. Ich weiß aber nicht, ob das nicht mehr Zeit ziehen würde, als wenn man da ein paar Sekunden das Fenster dauernd aufploppen hat. Und dass die Leute dann halt auch keinen Bock haben, überhaupt generell die Lobby zu joinen. Weiß ich nicht. Oder aber die Entwickler machen es so, dass wenn man eben einen zufälligen Dungeon betritt, dass man dann halt nicht von vornherein sieht, welcher Dungeon es ist. Also man kann es ja legit ablesen. Das ist ja schon halbes Cheaten. Das ist ja nicht mehr zufällig. Also dieses zufällig ist ja irgendwie nicht wirklich zufällig, weil man weiß ja, welchen Dungeon man betritt, weil es da steht. Deswegen ist es sowieso ein bisschen paradox. Ich habe gehört, bei Final Fantasy ist es so, dass da auch nicht steht, welchen Dungeon man betritt, bevor man ihn betritt. Wenn man die zufällige Suche wählt, ist ja auch irgendwie logisch. Aber naja, ich würde es auf jeden Fall so lange benutzen, wie es noch geht und es noch da ist. Wer weiß, ob die das ändern. Aber sagt mir gerne eure Meinung. Findet ihr das eher blöd, dass Leute das System ausnutzen? Oder findet ihr das gut und macht es selber, dass man das System jetzt so ausnutzen kann, um geileren Loot zu bekommen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Aber bleibt bitte freundlich beim Diskutieren. Das wäre sehr wichtig. Wenn ihr mich und meinen Content supporten möchtet, dann könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ein besonderer Dank geht hier an meine Stufe 3 Kanalmitglieder. Dragon, Blutengel, Dr. Türknau, Manny, Dönerente und Complex Reigns. Wenn ihr nichts so verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich sehr freuen.